Und in Smart Quad werden wir über 30 einzelne Technologiemodule entwickeln und im Betrieb erproben. Damit das möglich wird, braucht es eine funktionierende Kommunikationsinfrastruktur sowohl auf lokaler, dezentraler Quartiersebene als auch übergreifend im Verbund der einzelnen Quartiere. Lösungen, die wir erreichen wollen, brauchen immer auch eine Infrastruktur, die die große Menge an Daten aggregieren kann und aus den Daten letztendlich Informationen schafft. Diese Informationen können wir dann wiederum in Produkte, in Lösungen transferieren, die die energieoptimierte Fahrweise der Quartiere überhaupt erst möglich macht. Wir werden in den drei unterschiedlichen Dimensionen wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten, wissenschaftliche Verwertungsmöglichkeiten und die regulatorischen Möglichkeiten unterschiedliche und nutzbare, auch vermarktbare Ergebnisse erzielen. SmartQuad hat auch aus gutem Grund drei unterschiedliche Quartiere gewählt, die in ihrer Verschiedenhaftigkeit komplementär einen Großteil aller in Deutschland vorkommenden Quartierstypen abdeckt. Insofern können wir den Planern auch anderer Städte und Kommunen durchaus wichtige Ergebnisse und Verwertungsmöglichkeiten mit an die Hand geben, die durchaus übertragbar sind auf typisierte Quartiersgegebenheiten, die in ganz Deutschland anzutreffen sind. Von Anfang an wird SmartQuad deshalb auch Projektierer, Planer und interessierte Bürger und Teilnehmer anderer Quartiere einladen, mitzugestalten an den Lösungen, die wir entwickeln. Wir werden während des Projektes auch Gremien einberufen, wie zum Beispiel einen Projektbeirat. Da laden wir interessierte Bürger, Vertreter der Politik, Vertreter aus der Industrie ein, genau die Lösungen, die wir für uns als Blaupause entwickeln möchten, mitzugestalten und damit auch sicherzustellen, dass eine Übertragbarkeit auch auf andere Typen von Quartieren, auf andere Quartiere, die in Deutschland anzutreffen sind, möglich wird. In der Verbandsgemeinde Kaisersesch in Rheinland-Pfalz werden wir ein wasserstoffbasiertes Microgrid errichten. Im Umland dieser Gemeinde fällt sehr viel regenerativ erzeugter Überschussstrom aus Wind und Sonne. Diesen Überschussstrom nutzen wir in einem Elektrolyseur, der aus dem grünen Strom grünen Wasserstoff herstellt. Und dieser grüne Wasserstoff kann nun von uns in verschiedenen anderen Sektoren, wie zum Beispiel dem Wärmesektor, verwendet werden. Oder eben auch im Bereich der Mobilität, indem wir wasserstoffbetriebene Busse damit versorgen. Auf diese Weise können wir unterschiedliche Sektoren miteinander koppeln und in Beziehung setzen und tragen so zum Gelingen einer erfolgreichen Energiewende auf Quartiersebene bei. SmartQuad ist es wichtig, von Anfang an alle beteiligten Akteure wie die Kommunen, die beteiligten Bürger, die Bewohner der Quartiere und auch Industriepartner von Anfang an bei der Gestaltung der Lösungen und Produkte mit an Bord zu haben und einzubeziehen. Auf diese Weise stellen wir damit auch sicher, dass der tatsächliche Bedarf vor Ort und auch im Austausch der Quartiere untereinander mit den technischen Möglichkeiten, die wir ausprobieren und entwickeln möchten, auch in Einklang gebracht werden kann. Und um all dem gerecht zu werden, braucht es sowohl die Bereitschaft, aber auch den Mut, Bestehendes in Frage zu stellen, um mit den beteiligten Bürgern, den beteiligten Akteuren auch neue Modelle zu entwickeln, die dann eine nachhaltige, energieoptimierte Betriebsweise der zukünftigen innovativen Quartiere möglich machen.